auch hier diese Ecken, die wir überhaupt nicht mögen. Sind 5 Minuten. In der Zeit, wo du jetzt hier jetzt gestehen hättest du schon wegmachen können. Richtig. Gut, ne, Häschen? So macht man das. Man macht sie erst an und danach macht man einmal so auf die Schulter fassen und sagt, du bist doch mein Häschen. Na, aber jetzt machst du den Dreck weg, ne? Oh, noch mal ein bisschen kneten, ne? So ist das pädagogisch wertvoll. Wir können nicht die ganze Zeit so rumschlunzen. Wir müssen wieder ein Montagsvideo machen, wir müssen wieder ein Mittwochsvideo machen und müssen wieder ein Freitagsvideo machen. Das regelmäßig. Und nicht hier alle 2 Wochen mal ein Werkstattvideo. Das geht so nicht. Der rote Knopf ist gedrückt und ihr habt es gerade mitgekriegt. Ne? Heute ist mit Dome im Büro mal eben so ganz locker flockig eine rauchen. Ne? Und was kriege ich? Ärger von ihm, weil so wenig Videos gemacht werden. Ne? Und was... Er hat natürlich auch total recht, ne? Ja. So, was haben wir? Willst du hier, du willst Videos machen? Wir haben so viele tolle, schöne Autos. Ja? Ja, große Autos vor allen Dingen diese Woche, dass ich gar nicht auf die Bühne komme. Sollen wir euch die zeigen? Ja, komm los. Was zahlt ihr denn? Werbung nicht wegkommen. Na, ihr Arsch! Ihr habt mir gleich einen Kaffee gemacht. Ich bin ganz lieb. Und jetzt sieht man schon die Autos, ne? Ach so, ja, zeigen wir gleich. Na, was wollte ich denn jetzt sagen? Hier, Leute, ganz wichtig an euch. Wir haben jetzt... 29.800 Abonnenten. Wollen wir mal gemeinsam die 30.000 knacken? Ist doch gar nicht schlimm. Ihr nehmt ja, doch was einfach einen. Wir müssen ein Spezial machen dann, 30.000. Komm, wir laden alle. Ja, pass auf, ich hab gerade eben von dir schon Einlauf gekriegt. Jetzt reicht's. Ja, wir lassen uns ein 30.000 Spezial auch für euch einfallen extra, ne? Macht's doch ganz einfach. Nehmt doch einfach ein Nagelstudio-Video, was euch besonders gut gefallen hat, haut das auf WhatsApp und schickt das euren Verwandten, Bekannten und sagt einfach hier, ihr müsst diesen Kanal abonnieren. Das Nagelstudio hat doch 30.000 verdient. Ja. Richtig. Ein bisschen mehr Enthusiasmus. Bisschen lauter. Yay. Genau, so sieht's aus. Ja, was haben wir denn hier? Ein Fiat Ducato, ein 230er als Wohnmobil. Das ist wieder ein Wohnmobil und Dome steht total auf Wohnmobile. Ich sag euch jetzt, warum ich kein Video gemacht habe. Das Problem ist, wenn ich in die Werkstatt komme und sehe Dome da vorsitzen und die ganze Zeit eine Stunde wild unanieren, kann ich nicht mit der Kamera in die Werkstatt kommen. Ja, gut, das war in dem Fall ja leider nicht so. Warum? Der hat mich ja ganz schön geärgert, der Penner. Ja, das war eine Scheiße, ne? Also ehrlich, wir fahren dieses Auto rein, er hat nicht unaniert, wir fahren dieses Auto rein, Auto lief, beziehungsweise er, hast auch, mach mal Motorhaube auf. Er hat nur gemacht. Warte, Vorsicht, mein Kaffee steht da, nicht umtreten. Bitte. Verdampfer eingebaut, Steuergerät eingebaut und dann wolltest du den auf dem Weg fahren. Genau, weil ich hinten lang musste mit einem anderen Auto. Das sprang nicht mehr an. Jetzt haben gestern hier Richie, wo ist er? Viano 3,5 M272 Motor, Prinz VSI kommt da rein, umrüsten. Da drin gesessen und Dome hier gesucht und die Karre sprang nicht mehr an. Aufs Verrecken sprang dieses Auto nicht mehr an. Nichts gemacht. Kein Kabel berührt, kein Kabel getrennt, gar nichts und das Auto sprang nicht mehr an. So, jetzt waren wir ja gestern irgendwie, waren die da irgendwie 2, 3 Stunden, ja Mama, entweder geht dran oder hier Richie, geh mal ans Telefon. So, was ist passiert? Hier hinten das Benzinsteuergerät, da ganz hinten Spange nicht eingerastet und da hinten das Benzinsteuergerät, zack, Spange raus. Wovon? Einfach nur vom, der Kunde ist hierher gefahren, alles war gut. Dome einfach nur das Auto genommen in die Werkstatt. Das ist so, manchmal steckt der Teufel echt im Detail, ne? Ja. Hat's gefunden, läuft wieder, ne? Läuft wieder. Ja. Frontkit ist auch schon so gut wie fertig. Also ist fertig. Ist aber ein Simultaneinspritzer, ne? Genau, ist ein Simultaneinspritzer, der hat nur eine Einspritzzeit für alle 4 Injektoren. Genau. Aber guck dir mal die Injektoren an. Kennst du die nicht irgendwoher? Woher kenne ich die denn? Ja, die sehen aus wie diese, wie die MED-Dinger von dieser Landirenzo, ne? Das sind MEDs, ja, ne? Das sind Magnetische Marelli mit MEDs. Magnetische Marelli in Verbindung mit MEDs, Benzindüsen, auch interessant, ne? Ja, Simultaneinspritzer ist, wie gesagt, Vorgänger von der sequentiellen Einspritzung, hatte ich schon ein paar Mal gesagt, und der hat 4 Benzineinspritzdüsen für jeden Zylinder ein, aber die öffnen alle gleichzeitig und noch nicht so nebeneinander, ne? Ist auch im Prinzip nicht so schlimm, heute nicht mehr so zeitgemäß, weil Abgasvorschriften und. So Euro 4, Euro 5 kriegt so ein Auto natürlich nicht, weil... der spritzt das ein, immer in einem Takt und dann lagert er das vor und dann wird der Kraftstoff weggesaugt. Ne? Funktioniert auch, laufen gut, sind zuverlässig, alles gut. Aber ist für uns eben halt, wir können den zum Beispiel nicht sequenziell umschalten lassen. Ne? Also das, wir müssen der Prinz dann sagen, eben halt sequenzielle Umschaltung ist nicht möglich, weil wir ja auch nur ein Einspritzsignal haben. Ne? Mhm. Also im Standgas kommen nur irgendwie 2 Millisekunden da drauf, ne? Und da können wir natürlich nicht sequenziell umschalten, weil die Prinzanlage natürlich nur dieses eine Signal hat, ne? Ist kein Problem, du hast mit der Prinz VSI aber trotzdem super einwandfrei, ne? Das ist ein schönes Frankia-Wohnmobil, ne? Ja, gut ausgestattet. Doppelachse, aber doch 3,5 Tonnen. Echt? Darf ich noch fahren, ja. Wow, Doppelachse sogar. Mhm. Ja.
Aber man sieht es jetzt halt nicht, weil ich krieg mir nicht ganz rein, weil ich mich hier ein bisschen zugebaut habe. Benziner Wohnmobil ist natürlich auch immer schön. Ne? Die sind einfach leiser und ruhiger und alles und von der Leistung wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen besser, fixer. Ne? Was uns an Wohnmobilen natürlich immer aufgefallen ist, ist, dass die als Wohnmobil immer eine Generation technisch hinterher hängen. Ne? Das heißt also, wenn das jetzt hier so ein, keine Ahnung, Baujahr 2000 ist, dann ist das eine 1995, 96er Technik drin. Ne? Wenn man einen 2000er Bus oder so hätten, dann wäre das schon zeitgemäßer. Wohnmobile hängen immer so ein bisschen hinterher. Warum das so ist, keine Ahnung. Ne? Ja, kommen wir zu unserem nächsten Schmuckstück. Ein Jeep Wagoneer. Für mich ganz, ganz traumhaftes Auto. Genau wie er ist aber. Ja, ein richtig schönes Liebhaberauto. Der ist völlig relativ zerranzt, hat sehr viel Patina, aber ich finde, das macht dieses Auto gerade auch irgendwie aus. Ne? Ich finde das echt schön. Ne? Da ist ein ganz normaler V8 drin, kein Problem. Ist ein 5.2er oder 5.9er? Ich glaube, es ist ein 5.2er, aber ich kann nachher nochmal. Ja, ist aber egal. Kriegt eine Venturi-Anlage rein. Auch typisch für uns, Oldtimer-Umrüstung mit Hakenzeichen. Ich sage es jetzt bitte nochmal dazu. Hier kommt eine Venturi-Anlage rein, Hakenzeichen bleibt erhalten, kriegt eine 21 Abnahme, alles ist gut. Oldtimer und Hakenzeichen geht. Kommt unter jedem Video drunter, wo wir einen Oldtimer zeigen, ja, ich würde auch gerne meinen Oldtimer umrüsten, aber da verliere ich dann mein Hakenzeichen, weil irgendwelche Dummköpfe das sagen und auch leider auch TÜV-Prüfer, die sich die Haarbestimmungen nicht richtig durchgelesen haben, sagen sowas. Ne? Und das schreckt die Leute, die so einen Oldtimer fahren, dann natürlich ab, natürlich nicht auf Gas umzurüsten, weil sie denken, die verlieren ihr Hakenzeichen und müssen dann für so ein Ding 1200 Euro Steuern bezahlen, ist völliger Quatsch. Hakezeichen und Gasanlage schließt das grundsätzlich nicht aus. Ne? Ja, genau. Hast du da oben, hier ist der OVL R90E-Verdampfer, hier unser schöner Spitzenverdampfer. Da oben ist der Mischer. Der Mischer schon drin. Den hat er schon schön eingeklebt, damit hier alles dicht ist. Genau. Sieht sehr, sehr gut aus. Und dann kommen die Schläuche da hinten noch raus. Das haben wir auch schon ganz oft gezeigt. Ne? Aber Wagoneer ist schön. Kommt aus Hamburg, der Kunde. Ja, die sind auch mittlerweile echt schwer zu kriegen, schlecht und teuer, ne? Die Autos. Ne? Ja, wir haben die Bude schon wieder ganz schön voll, ne? Floppy, was machst du denn hier? Ja, ich bin nicht fertig, ich brauche noch Hubschalter. V6 Turbo, jawohl. Ein Vectra. Vectra Signum ist im Prinzip dasselbe. Ne? Hier, das sind diese Ecken, die wir eigentlich überhaupt gar nicht mehr sehen wollten. Die machst du gleich erstmal sofort weg. Jetzt haben wir die Werkstatt schon, okay, Lackierkabine. Jetzt haben wir die Werkstatt schon alles irgendwie so ein bisschen schöner, dass es im Hintergrund alles nicht mehr ganz so schäbig aussieht, aber wenn wir da ein Video machen, dann ist das immer noch hier diese Ecken, die wir überhaupt nicht mögen. Sind 5 Minuten, in der Zeit, wo du jetzt hier jetzt gestehen, hättest du schon wegmachen können. Richtig. Gut, ne, Häschen? So macht man das, man macht sie erst an und danach macht man einmal so auf die Schulter fassen und sagt, du bist doch mein Häschen, aber jetzt machst du den Dreck weg, ne? Ohr noch mal ein bisschen kneten, ne? So ist das pädagogisch wertvoll. So, ein undankbar. Sag mal, wie hast du den so schön umgerüstet? Der ist gar nicht einfach. Hat er gar gemacht. Hast du gut gemacht, jawohl. Undankbar mit dem Saugraum, mit dem Puder mit Leitung da unten runter durch. Ne? Schön hier, Hitzeschutz, sehr, sehr schön. Das hast du gut gemacht, mein Bester. Ja, Verdampfer unten rechts, Steuergerät ist hier vorne. Deswegen liegt auch so viel Müll, ne, weil das so aufwendig war. Ne? Ja, das auch Kabelmist. Ne? Man rüstet hier um, dann steht hier und schneidet die Kabel durch und schmeißt erstmal da rein, damit man durchkommt. Ja, ist klar. Ist klar. Ja. Gut, und dafür kann er jetzt schön sauber machen. Ne? Da habe ich dann noch Zeit drauf hier? Ja, habe ich noch. Ja. Dann haben wir einen schönen V6 Viano, ne? V-Klasse? Ja, ne. Mit einem M272 und einem neuen Saugrohr, so wie es aussieht. Richtig. Hast du das da reingefummelt? Ja. Ja, ne? Die Kunden, die einen M272 bei uns umrüsten lassen mittlerweile, bringen alle einen Saugrohr mit, ne? Weil wir wissen ja alle so, ich sag mal, je nachdem, wie viel Lastwechsel so ein Auto kriegt und Langstrecke, Kurzstrecke, so zwischen 100, zeigen, warum. Genau, zwischen 150 und 200.000 Kilometer ist natürlich das Plastikstück. Hier? Genau, da brechen hier diese Plastikdinge ab und alles, ne? Und auch die Klappe hier, diese Wirbelklappe hier, die bricht gerne mal ab und alles, ne? Ja, und da liegt hier unten drin, das nicht so prickelnd. Obwohl, prickelt ganz schön, ne? Was? Prickelt ganz schön, wenn der durchfällt. Ja, oder? genau. Das ist der Motor nämlich kaputt, ne? Das ist eine Schwachstelle von diesem M272 Motor. Ansonsten ist der ja wirklich sehr, sehr gut, ne? Absolut super gastauglich, alles spitze, ne? Neben natürlich der Problematik von der Ausgleichswelle, ne? Das eben Kettenrad und alles, wisst ihr alles, ist ja auch ein Thema, aber heute eigentlich eher nicht mehr so. Ich glaube, wir sind alle mittlerweile durchrepariert. Das waren ja auch nur die Ersten, ne, die das gemacht haben. Die zweite Generation dann nicht mehr. Ja, stimmt. Also angeblich. Ja, Daniel hat noch Urlaub. Unsere schöne Hebebühne steht hier. Haben wir bis jetzt noch nicht wieder so unbedingt gebraucht. Da ist jetzt auch noch eine frei. Daniel ist ja auch nicht da.
Ja, und die soll ja auch alles drüben sein. Wenn die Lackierkabine steht, dass die dann drüben. Genau. Bei der und die Viersäulenbühne kommt ja hier rein. Genau. Ja, okay, dann haben wir erstmal ein schönes Werkstattvideo euch gezeigt. Heute Abend mache ich die Bremsen bei meinem AMG und zeige euch, wie die nach 40.000 Kilometer aussehen. Die sind schon wieder ziemlich fertig, neue Bremsen sind schon wieder bestellt. Können wir uns gerne heute Abend zusammen angucken, mache ich ein schönes Video für euch. Ne? Und Schnäppchenhaus geht dann morgen weiter, glaube ich. Ne? Ja, heute da haben wir gestern Abend auch nur noch mal eben so eine Stunde hinten so einen Träger rausgemacht und so. Haben wir alles gezeigt. Ne? Mhm. Ja, also das ist das, was wir in der Werkstatt gemacht haben. Ne? Hier, Walco seine Spuren, wo er immer gekratzt hat, die Tür aufgemacht, die müssen auch mal alles weg. Ne? Müssen wir mal ein bisschen neu streichen. Wir haben hier alles ja schöne Schränke hingemacht, da hinten die Schränke. Ne? Genau, jetzt müssen wir ein bisschen Ordnung. Es ist ja gerade nicht möglich, weil ich auch gerade keine Container bestellen kann, wegen den blöden LKW da hinten. Ach so, der Brigadier ist verkauft. Ne? Vielen nochmal danke. Vielen nochmal danke. Vielen Dank nochmal an Christian Krupp, der mir andere eine E-Mail schreibt. Manche schreiben ja unten drunter unter den Videos irgendwas und manche, die schreiben mir eine E-Mail, wenn die irgendwas zu einem Video sagen. Und der Christian Krupp ist einer, der schreibt immer ganz oft was unter mir per E-Mail zu den Videos. Ne? Finde ich ja auch ganz lustig. Ne? Auch wenn ich da manchmal nicht drauf antworte, Christian, alles gut. Und der wollte den Brigadier hinten verkaufen, weil wir haben auch Probleme mit Abgasgutachten und die sind auch keinen Platz und so viele Baustellen und was sollen wir damit. Ne? Ja, vor 4-5 Jahren gekauft, hatten wir noch andere Ideen und so und er stand da hinten rum und Christian sagt, du pass auf, Armin, ich regel das, ich verkaufe den für dich. Ne? Und tatsächlich kam einer, und zwar ein Mike, der hat einen Containerdienst und der will den fertig machen, will da so ein Haken-Dings drauf machen, hat er noch liegen und will da Containerwerbung machen. Also stellt die Container neu her und will die dann da drauf ziehen und dann irgendwie auf Messen und so. Ne? Sieht natürlich cool aus, Brigadier als. Und dafür haben wir auch den Koffer runtergenommen, den behalten wir? Genau, den Koffer behalten wir irgendwie als Lager für irgendwas. Ne? Ja. Was? Ich würde gerne sagen, wir gehen hin und zeigen das, oder passt da nicht zwischen? Nein, ich passe da nicht. Boah, Alter, du Sack, so Videos zu Ende, ne? Tschüss. So behandeln die mich. Halt. Kaffee. Was? Seit wann bedankst du dich? Das machst du ja noch nicht mal bei mir.